kein noch so fanatischer Durchhaltewillen den Untergang des Dritten Reichs mehr aufhalten. Hitler entzieht sich der Verantwortung in Berlin durch Selbstmord. Zu diesem Zeitpunkt kämpft die Rote Armee schon um das Zentrum der Reichshauptstadt. Es ist ein auch für die Zivilbevölkerung oft grausamer Kampf. Als ein Besucher Stalin auf die Massenvergewaltigungen von deutschen Frauen durch Rotarmisten anspricht, wiegelt er ab. Was sei schon dabei, wenn sich ein Soldat amüsiert nach all den Schrecknissen? Tausende deutsche Soldaten gehen in sowjetische Kriegsgefangenschaft und kehren nie wieder zurück. Einen der symbolträchtigsten Momente des Kampfes um Berlin, das Hissen der roten Flagge auf dem Deutschen Reichstag, stellen sowjetische Kameraleute nach dem Sieg nach. Während diese Aufnahmen entstehen, liegen die sterblichen Überreste Adolf Hitlers und seiner frisch angetrauten Ehefrau Eva Braun bereits im Garten der Reichskanzlei verscharrt. Nachdem der Diktator Selbstmord begangen hat, übergießen ihn seine letzten Getreuen vor dem Bunker mit Benzin und verbrennen ihn. Der Führer hat am Ende Angst, von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt zu werden. Stalin ist als Sieger aus dem tödlichen Duell hervorgegangen. Die Hitler kommen und gehen. Das deutsche Volk bleibt, lässt er die Berliner auf in der zerstörten Stadt aufgestellten Tafeln wissen. Knapp 5 Jahre nach seinem letzten Besuch und 4 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Russland kehrt der sowjetische Außenminister Molotow im Sommer 1945 erneut nach Berlin zurück. Er lässt sich als Sieger im offenen Wagen durch die Stadt fahren. Die Delegation besichtigt auch Hitlers Reichskanzlei. Stalins Agenten hatten dort bereits unmittelbar nach der Eroberung Berlins nach Hitlers Leiche gesucht. Im Juli treffen sich die Staatschefs der Siegermächte im Potsdamer Schloss Sizilienhof zur großen Konferenz. Stalin, Churchill und Truman besprechen die Zukunft Deutschlands. Doch die großen drei sind sich nicht in allen Fragen einig. Die Anti-Hitler-Koalition beginnt vor den Augen der Weltöffentlichkeit zu bröckeln. Ein mörderischer Krieg ist vorbei. Doch der nächste große Konflikt hat schon begonnen. Vor 70 Jahren überzieht das Nazireich die Sowjetunion mit einem grausamen Vernichtungskrieg. 4 Jahre später erobert die Rote Armee Berlin. 2 Völker in der tödlichen Verklammerung des Jahrhunderts der Extreme. Fast zeitgleich haben sie sich ihrer reaktionären Monarchen entledigt und den Kampf um die Herrschaft auf die Straße getragen. Mit deutscher Hilfe besiegelt Lenin den Untergang des Zarenreiches. Gemeinsam mit Russland verbündet sich Deutschland gegen den Westen. Nur wenige Jahre später stehen beide im Bann der größten Diktatoren der Weltgeschichte. Der einst enge Schulterschluss zweier Völker mündet im tödlichen Duell zweier Jahrhundertverbrecher. Die Eiszeit des Kalten Kriegs verdunkelt das Bild der deutsch-russischen Beziehungen weiter. Erst Jahrzehnte später überwindet eine Männerfreundschaft die schmerzhafte Vergangenheit. Eine Geschichte zweier Völker, die die Welt erschüttert hat. Kaum ein Ort spielt in der deutsch-russischen Geschichte des 20. Jahrhunderts eine so bedeutende Rolle wie Berlin. Die Stadt ist am Ende des Zweiten Weltkriegs nahezu vollständig zerstört. Doch auf den Straßen kehrt langsam Normalität ein. Zwischen Trümmern und Ruinen gehen die Menschen wieder ihren Alltagsgeschäften nach. Hammer und Sichel beherrschen das Leben im besiegten Berlin. Dessen Bewohner haben sich im ersten Friedenssommer nach Stalins Prinzipien zu richten. Als die Zusammenarbeit der Alliierten wenig später scheitert, wird die Stadt zu einem der Hauptschauplätze des Kalten Kriegs. In diesen ersten 10, 15 Jahren nach dem Krieg versucht ja die Sowjetunion nochmal die deutsche Karte zu spielen. Die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt. Und die, die Deutschland gespalten haben, das sind die Westmächte.
um diese Bundesrepublik dort in ihre NATO einzufügen. 4 Jahre nach Kriegsende ist die Bundesrepublik Deutschland gegründet worden. Erster Kanzler der jungen Demokratie wird der einstige Nazi-Gegner und überzeugte Antikommunist Konrad Adenauer. Ich schwöre es, so wahr mir Gott hält. Adenauers größte Herausforderung ist der Kalte Krieg. Der hat die Welt in 2 Lager gespalten. Josef Stalin ist der mächtigste Machthaber des Ostblocks. Zur Feier seines 70. Geburtstags lässt der Diktator eine grandiose Huldigungsgala in der Moskauer Oper inszenieren. Die Genossen ehren ihren Anführer als Weltfriedensfürsten. Ihre Aufwartung machen auch die Staats- und Parteichefs des kommunistischen Auslands. So ist Mao Zedong eigens aus China angereist. Im Namen der DDR gratuliert Walter Ulbricht. Den anderen der beiden deutschen Staaten, die Bundesrepublik, lenkt ihr Kanzler dagegen westwärts. Ein Kurs, der bei vielen Menschen gut ankommt. Konrad Adenauer weiß, nach den Kriegswirren sind seinen Bürgern Stabilität und wachsender Wohlstand wichtiger als die Einheit. Mit der schrittweisen Westintegration nimmt er die Vertiefung der Teilung Deutschlands in Kauf. Politisches Kapital schlägt das Lager der bürgerlichen Parteien in den 50er Jahren auch aus der weit verbreiteten Russland- und Kommunismusangst. Das Klima des Kalten Kriegs vergiftet die ersten Wahlkämpfe. Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau, heißt es 1953 auf einem Wahlplakat der Christdemokraten. Ein anderes Pamphlet schürt die Angst vor einem vermeintlichen Expansionsdrang der Sowjets. Moskau will das Ruhrgebiet. 12 Jahre Hasspropaganda der Nazis haben ihre Spuren hinterlassen. Damals führte eine große Partei einen Wahlkampf mit Plakaten, deren Stereotypen dem Nationalsozialismus entstammten, der Nazizeit. Ein mongolisches Gesicht, das über den Horizont schaut. Und ich glaube, die Unterzeile, wer die SPD wählt, wählt Moskau. Und erkennbar die Bedrohung aus Moskau. Und ich fand es ganz furchtbar, weil damit ja nicht nur die Regierung gekennzeichnet wurde, die sowjetische, sondern die Menschen des Landes stigmatisiert wurden. Und so viel hatte ich schon auch als 14-, 15-Jähriger als ferne Ahnung, dass die Rolle der Deutschen im Krieg dort eine verbrecherische war. Und so kamen wir also daher nach dem Ende des Krieges und machten sie wieder zu Untermenschen. Im März 1953, mitten im bundesdeutschen Wahlkampf, stirbt in Moskau Josef Stalin. Obwohl der Despot Millionen von Menschenleben auf dem Gewissen hat, ist die Trauer vieler Russen echt. Mehr als 20 Jahre hat Generalissimus Stalin das Sowjetreich gelenkt und eisern zusammengehalten. Auch während des grausamen Vernichtungsfeldzugs der Nazis im Osten. Dem Westen hat Stalin ein Jahr vor seinem Tod ein scheinbar verlockendes Angebot gemacht. Im Falle einer Neutralisierung Deutschlands werde er sich einer Einheit der beiden Staaten nicht in den Weg stellen. Adenauer lehnt Verhandlungen über die sogenannte Stalin-Note jedoch ab. Er hält das Angebot für einen Bluff und ein Störmanöver gegen die Westintegration. Letzter Gruß des Führungskaders an den Genossen Stalin. Inmitten der Trauergemeinde steht bereits der neue Machthaber im Kreml, Nikita Chruschtschow. Der setzt bald an, den eisernen Griff zu lockern, mit dem sein Vorgänger Land und Leute umklammert hielt. In einer Geheimrede verurteilt Chruschtschow die stalinistischen Verbrechen und fordert Aufklärung. Tauwetter nach einer langen Eiszeit. Der Klimawandel in Russland beeinflusst auch das Verhältnis zur Bundesrepublik. 1955 reist Bundeskanzler Adenauer nach Moskau. Er ist einer persönlichen Einladung Chruschtschows gefolgt.
Niemand ahnt, dass ausgerechnet die Reise nach Osten zum größten außenpolitischen Erfolg des Kanzlers der Westintegration werden wird. Die Sowjets sind an der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen interessiert. Für Adenauer ist vor allem eine Einigung über die Heimkehr der letzten deutschen Kriegsgefangenen wichtig. Man verhandelt tagelang. Mehrfach stehen die Gespräche kurz vor dem Abbruch. Doch am Ende sorgt ein Ehrenwort Chruschtschows für eine Sensation in Deutschland. Er versichert Adenauer die Freilassung aller deutschen Gefangenen. Gleichzeitig wird die Sowjetunion der einzige Ostblockstaat, mit dem die BRD diplomatische Beziehungen unterhält. Wenig später weicht das eben erst angebrochene Tauwetter wieder einer Eiszeit. Während die Kremlherrscher am Jahrestag der Oktoberrevolution 1956 auf dem Roten Platz die alljährliche Militärparade abnehmen, schlagen ihre Truppen in Ungarn einen Volksaufstand blutig nieder. Ab 1958 hält auch ein weiterer Krisenherd die Welt in Atem. Berlin, Nahtstelle zwischen den Blöcken und seit dem Krieg geteilte Stadt. Immer wieder kommt es hier zum direkten Konflikt zwischen Ost und West. Im August 1961 eskaliert die Krise. Innerhalb kurzer Zeit schließen Volkspolizisten und NVA alle Grenzen der DDR zur Bundesrepublik. Einen kurzen Moment lang fürchtet die Welt einen neuen Krieg. Am Ende schweigen die Waffen. Der Arbeiter- und Bauernstaat mauert sich und seine Bürger ein. Der Westen sieht zu. Ein Jahr später schrammt die Welt nur haarscharf an einem Atomkrieg vorbei. US-Präsident Kennedy wendet sich im Herbst 62 mit einer Schockmeldung an sein Volk. Bei Aufklärungsflügen haben seine Militärs auf der Insel Kuba sowjetische Raketenabschussrampen entdeckt. Amerikanische Städte in Reichweite des nuklearen Drückers von Machthaber Fidel Castro. Die Welt hält den Atem an. Erst im letzten Moment wird der Konflikt beigelegt und die Zerstörer drehen wieder ab. Entwarnung auch für die in Bereitschaft gehaltenen Kampfjets. Doch die Kuba-Krise verändert das Verhältnis der Supermächte. Als Nikita Chruschtschow kaum ein Jahr später in die DDR reist, haben sich die Schauplätze des Kalten Kriegs verlagert. Weder die UdSSR noch Amerika sind bereit, für den Status Berlins einen Atomkrieg zu riskieren. Chruschtschows akribisch choreografierter Jubelempfang durch DDR-Genosse Ulbricht kann eines nicht verdecken. Die deutsche Frage, einst größtes Sorgenkind der Kontrahenten im Ost-West-Konflikt, hat an Bedeutung verloren. Es ist der letzte Deutschlandbesuch Chruschtschows als Regierungschef der Sowjetunion. Ein Jahr später muss er abtreten. Auch im Palais Schaumburg in Bonn findet kurz darauf ein Machtwechsel statt. 1963 wird Ludwig Erhard Kanzler der Bundesrepublik. Konrad Adenauer muss nach 14 Jahren gehen. Der als Vater des Wirtschaftswunders gerühmte Erhard hegt einen kühnen Plan. Er will den finanziell klammen Russen die deutsche Einheit einfach abkaufen. Als nach Kennedys Ermordung plötzlich Lyndon Johnson Präsident der USA wird, lässt sich auch der deutsche Kanzler rasch einen Termin für den Antrittsbesuch sichern. Einige Wochen später treffen sich die beiden erneut auf Johnsons Ranch. Erhard unterrichtet Lyndon Johnson von seiner Idee. Die Einheit sei ihm 100 Milliarden D-Mark wert. Doch Johnson winkt ab. Dossiers der CIA dokumentieren den bizarren Plan des Kanzlers. Um die Wiedervereinigung zu erreichen, sei er zu erheblichen Opfern bereit, ist in den Dokumenten zu lesen. Erhard hat Geschäftssinn, ist jedoch politisch naiv. Neue Lösungen sind jetzt gefragt. Der Mauerbau, in dem diese Teilung zementiert wird, und 62 die Kuba-Krise, von der man sagen kann, dass sie die Welt an den Rand einer nuklearen Katastrophe geführt hat. Die Zementierung dieser Trennung Europas an dieser Nahtstelle Berlin und die
Befürchtung, dass uns sowas wie ein nukleares Inferno drohen könnte, die, glaube ich, führt zu einer allmählichen Änderung der Politik. 1970 unterschreiben Willy Brandt und der sowjetische Außenminister Gromyko den Moskauer Vertrag. Beide Länder verzichten darin auf die Anwendung von Gewalt und verpflichten sich, alle bestehenden Grenzen als unverletzlich zu respektieren, einschließlich der Oder-Neiße-Linie. Das Thema Wiedervereinigung erwähnt der Vertrag nicht. Im Winter desselben Jahres fällt Willy Brandt vor dem Mahnmal des Warschauer Ghettos auf die Knie. Seine historische Geste bewegt die Welt. Doch zu Hause sorgt die neue Ostpolitik für politischen Aufruhr. Niemals, skandieren Brandts Gegner, dürfe man vor den Roten in die Knie gehen und die verlorenen Ostgebiete aufgeben. Es kommt sogar zum Versuch, die Regierung durch ein konstruktives Misstrauensvotum zu stürzen. Für mich waren die Gegner der Ostpolitik fürchterliche Reaktionäre. Es gab nur wenige, die honorig Opposition betrieben gegen diese Ostpolitik. Im Prinzip fand ich sie eine Bedrohung Deutschlands, der Bundesrepublik und Deutschlands auf einem möglichen Weg in eine mögliche Zukunft. Ich war überzeugt davon, dass es keinen anderen Weg gibt als den Dialog. Bereits im September 1971 reist Brandt erneut nach Moskau. Es kommt zum historischen Treffen mit Sowjetchef Leonid Brezhnev auf der Krim. Die beiden pflegen von diesem Zeitpunkt an einen regen Briefwechsel. Die Einigung darauf, dass niemand die Grenzen mit Gewalt verändern will, also diese Grenzen so, wie sie sind, anerkennt, ist ein wichtiger Einschnitt für die Sowjetunion, deren Politik in den 50er und 60er Jahren zu einem Gutteil auch darauf beruhte, eine Anerkennung des Status quo zu erreichen. Der vorsichtige Brückenbau zwischen Ost und West geht weiter. Ende Juli 1975 fährt Brezhnevs Limousine in Helsinki vor. Er trifft sich hier mit US-Präsident Gerald Ford und den Regierungschefs 33 weiterer Nationen. Man unterschreibt die Schlussakte einer Konferenzreihe, die den Frieden sichern und die Zusammenarbeit fördern soll. Später werden die hier gefassten Vorsätze den Untergang des Ostblocks beschleunigen. Doch von alledem ahnt ein gut gelaunter Brezhnev noch nichts. Brezhnev hat unter anderem Vereinbarungen über die Menschenrechte sowie Fragen der Zusammenarbeit in humanitären Angelegenheiten unterschrieben. Noch sieht er den Ostblock als großen Gewinner der Konferenz. Haben die Unterzeichnerstaaten doch endlich die bestehenden Grenzen der Nachkriegsordnung anerkannt. Es wird einerseits ein Forum geschaffen, in dem man künftig die gemeinsamen Probleme bespricht. Man hat sich darauf verständigt, dass man noch einmal mehr die Grund- und Menschenrechte als gültig anerkennt. Und man hat sich auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und auf die Erleichterung der menschlichen Kontakte COP 2 und 3 geeinigt. Der COP 3 der Menschenrechte, das war eine Konferenz, auf der sich später natürlich russische Menschenrechtsgruppen in der Sowjetunion beriefen, weil diese Konferenz ihnen die Legitimation gegeben hat. Diese Konferenz änderte nicht schlachtartig das Gesicht des Kommunismus, aber sie bot einen Schritt weiter, weil eben bestimmte Regeln anerkannt wurden, auch von der Sowjetunion. 1981 stattet Brezhnev seinem Amtskollegen Erich Honecker in der DDR einen Besuch ab. Begrüßung auf kommunistisch. Die Herzlichkeit ist nur noch Kulisse. Zwischen den Bruderstaaten tobt ein erbitterter Streit. Brezhnevs Aufforderung, dem Sowjetvolk wirtschaftlich stärker unter die Arme zu greifen, ist die DDR nicht nachgekommen. Stattdessen verkauft sie das aus Russland gelieferte Erdöl für harte Währung an den Westen. Wirtschaftliche Probleme machen der Sowjetunion immer schwerer zu schaffen. Ab Mitte der 80er Jahre
bemüht sich der aus Kaukasien stammende Michail Gorbatschow um eine behutsame Reformierung des planwirtschaftlichen Systems. Das Alltagsleben der Menschen in der Sowjetunion ist bescheiden. Zwar ist der Wohlstand im Vergleich zu den vorhergehenden Jahrzehnten gewachsen, doch die Aufrechterhaltung eines stabilen Konsumniveaus kostet den Staat ein Vermögen. Die Bürger haben zwar Arbeit, können sich aber wenig leisten. Und anders als die Propagandabilder suggerieren, ist keineswegs genug für alle da. Ich stelle fest, der Abgeordnete Dr. Helmut Kohl ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an? Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Kohls Staat ist nicht unbelastet. Die sozialliberale Koalition unter Helmut Schmidt ist zerbrochen. Der neue Kanzler verdankt seine Wahl einem konstruktiven Misstrauensvotum gegen den Vorgänger. Dem Vater der neuen Ostpolitik ist der Unmut über das Ergebnis im Gesicht abzulesen. Vom Bonner Kanzleramt steuert nun der Machtmensch aus Oggersheim die Geschicke der Bundesrepublik. Mit einer taktlosen Entgleisung sorgt Kohl im Oktober 1986 für einen politischen Eklat. Während eines Interviews mit der Zeitschrift Newsweek vergleicht er UdSSR-Chef Gorbatschow mit Hitlers Propagandachef Goebbels. Diese Freundschaft Gorbatschow-Kohl begann mit dem Zorn. In einem Interview hat nämlich der Bundeskanzler Kohl Gorbatschow mit Goebbels verglichen wegen seiner außergewöhnlichen propagandistischen Geschicklichkeit. Ich glaube, dass diese etwas instinktlose Bemerkung eher damit zusammenhängt, dass Gorbatschow damals schon ein Star der westlichen Welt war und einen ziemlich großen Bogen um Bonn machte. Und das war natürlich kein Zufall, weil nach Bonn zu reisen, das heißt, etwas über die deutsche Frage zu sagen. Als dann also der Kanzler diese Bemerkung machte, da gab es natürlich ein bisschen propagandistisches Getöse, aber Gorbatschow sagte nur, wir müssen dem Bundeskanzler noch einige Lektionen erteilen. Der Nazi-Vergleich empört Moskau und er hat diplomatische Folgen. Kein einziges Mal wird der Kanzler in der Folgezeit zu einem Besuch oder einem Treffen mit Gorbatschow eingeladen. Andere Vertreter des deutschen Politbetriebs, wie Franz Josef Strauß, sind dagegen im Kreml gern gesehene Gäste. Der CSU-Chef reist 1987 nach Moskau. Gemeinsam mit Edmund Stoiber und Theo Weigel genießt man einen Besuch in entspannter Atmosphäre. Es ist zwar so, dass 1986 nach diesem unglücklichen Newsweek-Interview die persönlichen Beziehungen auf Eis gelegt sind, aber dass man über einen solchen Staat wie die Bundesrepublik nicht einfach hinweggehen kann, das war Gorbatschow immer bewusst. Und ganz bewusst hat man ja eine ganze Reihe von westdeutschen Politikern empfangen, wenn auch nicht Kohl. Da ist der Außenminister Genscher dort gewesen, da war Weizsäcker dort gewesen, man hat Brandt empfangen, man hat Hans-Jochen Vogel empfangen, man hat Späth empfangen, man hat Strauß empfangen. Also man hat die diplomatischen Beziehungen gepflegt, aber hat die persönlichen Beziehungen zwischen dem Bundeskanzler und dem Generalsekretär der KPdSU vorläufig mal auf Eis gelegt. ...1989 kommt Michail Gorbatschow doch noch nach Bonn. Der Mann der großen Reformen, Glasnost und Perestroika, wird in Deutschland mittlerweile als Held gefeiert. Zwischen Kohl und Gorbatschow entsteht langsam ein vertrauensvolles Verhältnis. Doch dass 5 Monate später die Mauer fallen wird, ahnt niemand. Von ihm erwartete man doch die Lösung der deutschen Frage. Und er war, das gehört auch dazu, dass er einen politischen Stil
Vertrat, was so in der Form, in der etwas zu formalisierten deutschen Umgang nicht gewöhnt war. Er hatte einen persönlichen Charme und er konnte damit sehr gut umgehen. Mit Gorbi-Rufen werden der sowjetische Parteichef und seine Frau auf dem Bonner Rathausplatz begrüßt. Seit Kennedy ist in der Bundesrepublik kein ausländischer Politiker mehr so gefeiert worden. Eine öffentlichkeitswirksame Geste von Reißer wird zum Symbolbild der neuen deutsch-russischen Verbundenheit. Es war ja mal eigentlich der friedlichste Moment der Weltgeschichte im 20. Jahrhundert, das Jahr 89. Die hatten die Abrüstungsvereinbarung. Gorbatschow, die Russen hatten sich aus Afghanistan zurückgezogen. Es gab keine großen Kriege. Im Moment sah es so aus, als könnte jetzt irgendwie diese ganze kalte Kriegsspannung sich in Wohlgefallen auflösen. Und Gorbatschow aus westlicher Perspektive war natürlich der Held. So mancher ignoriert die Zeichen der Zeit. Erich Honecker etwa, der in diesen Tagen noch das 40-jährige Bestehen der DDR feiern lässt. Herr Honecker, wie fühlen Sie sich denn heute Morgen? Na, ausgezeichnet, das soll vor den Gästen. Ich fühle mich wie in Berlin heute. Doch was Honecker fühlt, hält nur noch Honecker für wichtig. Was werden Sie mit dem Herrn Gorbatschow besprechen? Ja. Das möchte ich gerne wissen. Ja. Ankunft des Kremlherren. Der Jubel für Gorbatschow ist nicht gestellt. Der für die DDR schon. Ebenso Kulisse ist die warme Begrüßung der beiden Genossen. In Wahrheit mögen sich Honecker und Gorbatschow nicht besonders. Im Limousinentreck geht es durch Ost-Berlin. Die am Straßenrand wartenden Menschenmassen sind nicht nur da, weil die Oberen sie bestellt haben. Auch hier wird Gorbi als großer Reformer bejubelt. Hoffen auf Glasnost in Ost-Berlin. Mit seinen Äußerungen vor der Presse setzt Gorbatschow leise Zeichen des Wandels. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Und wer die vom Leben ausgehenden Impulse, von der Gesellschaft ausgehenden Impulse aufgreift und dementsprechend seine Politik gestaltet, der dürfte keine Angst vor Schwierigkeiten haben. Das ist eine normale Erscheinung. Dankeschön, Wiedersehen. Niemand erwartete von Gorbatschow die deutsche Einigung. Es ging natürlich, sagen wir mal, um eine Auflösung dieser Militärblöcke und dieser ganzen, ja, mal Entspannung und mal Eiszeit, dieser Rüstungen. Das war ja die Zeit der Nachrüstung gewesen, der Raketenrüstungen. Ja. Also aus diesem Furor, dieser Gegeneinandergestelltheit und dieses Gegeneinanderrüstens, da wollte man heraus. Die DDR hat sich selber bemerkbar gemacht. Die hat die Bewohner im Osten, die haben ihre Hoffnung an Gorbatschow geknüpft. Noch nicht mal einen Monat später ist der 40-jährige Spuk vorbei. Um 21.20 Uhr am 9. November wird am Grenzübergang Bornholmer Straße den ersten Ostdeutschen erlaubt, nach West-Berlin auszureisen. Die Staatsmacht ist ihre Macht los. Tausende DDR-Bürger lassen sich nicht mehr länger einsperren. Sie drängen auf die Straßen und über die Grenzen, nehmen Besitz vom verhassten Symbol des Stasi- und Spitzelstaates. Diesmal schickt die Sowjetunion keine Panzer mehr. Die Geschichte hätte ja einen völlig anderen Lauf genommen und wahrscheinlich einen fürchterlichen Lauf genommen, wenn Russland versucht hätte, die Vereinigung zu verhindern. Sei es mit politischen Mitteln, sei es mit militärischen Mitteln. Gorbatschow war der große Friedensmann. Im Kreml nimmt man den Lauf der Dinge hin. Seit dem Mauerfall überschlagen sich die Ereignisse. Und Michail Gorbatschow hat jetzt vor allem mit innenpolitischen Problemen zu kämpfen. Auch seine Macht bröckelt.
Am 10. Februar 1990 gibt er Kohl bei einem Treffen in Moskau eine historische Zusage. Die UdSSR wird einer Wiedervereinigung Deutschlands nicht im Weg stehen. Kanzler Helmut Kohl und sein Außenminister Hans-Dietrich Genscher sind am Ziel dessen, was viele Jahre bestenfalls als eine außenpolitische Vision gehandelt wurde. Gorbatschow gibt den Freibrief für das Ausscheren des sozialistischen Bruderstaats DDR. Ich habe heute Abend an alle Deutschen eine einzige Botschaft zu übermitteln. Generalsekretär Gorbatschow und ich stimmen darin überein, dass es das alleinige Recht des deutschen Volkes ist, die Entscheidung zu treffen, ob es in einem Staat zusammenleben will. In der Heimat ist der große Reformer Gorbatschow bereits entzaubert. Seine Perestroika, der vielgepriesene Umbau der Gesellschaft, scheitert. An falschen politischen Weichenstellungen und der wirtschaftlichen Realität. In den Regalen gähnende Leere. Der Staatshaushalt ist bald in einer solchen Schieflage, dass für die Menschen selbst der tägliche Brotkauf zum Kampf wird. Gorbatschow versteht nichts von Ökonomie und holt sich auch nicht die richtigen Berater. Doch dass ein Kremlführer nicht nur frei mit dem Volk spricht, sondern mit ihm sogar diskutiert, das hat es seit den Zeiten Lenins nicht mehr gegeben. Wir brauchen die Perestroika zur Lösung unserer vielen Probleme. Sie hat die vielen Probleme erst offengelegt. Konntet ihr solche direkten Fragen jemals in der Vergangenheit stellen? Nein, niemals. Ihr wisst alle, was mit denjenigen geschah, die sich gewagt haben, diese Fragen zu stellen. Jetzt besprechen wir alles offen und direkt. Und die Perestroika brauchen wir, weil sie neue Möglichkeiten schafft, Demokratie und Glasnost. Und weil sie die Realitäten widerspiegelt. Er hatte gehofft, dass er irgendwie das dort nochmal irgendwie auf eine neue Weise handeln kann und dort eine neue Reform. Aber ihm schwammen ja selber in der Sowjetunion die Fälle weg. Nur das haben die Westdeutschen auch nicht mitbekommen, dass er selber eigentlich schon bis zum Hals in Schwierigkeiten steckte. Nicht? Man dachte immer noch, er ist der große aufgeklärte Reformer, der wird Perestroika, ein großer Umbau dieses großen Sowjetunion, ein friedlicher Umbau. Und das eröffnet uns, gerade uns Deutschen, wunderbare neue Märkte und Möglichkeiten, und dann sieht die Welt ganz anders aus. Im Juli 1990 ist die Welt bereits eine andere. In Gorbatschows Heimat im Kaukasus handelt der Kanzler mit dem Kreml-Chef die Modalitäten der deutschen Einheit aus. Doch auch der Sowjetführer braucht den Beistand seines Pfälzerfreunds. Die Staatskassen sind leer. Während hier in lockerer Atmosphäre Historisches besprochen wird, brodelt es im Riesenreich Sowjetunion. Das Imperium bricht auseinander. Bundeskanzler Helmut Kohl im Einsatz als Erntehelfer. Er kann zu Hause den Erfolg für seine Politik ernten. Gorbatschow dagegen scheitert an dem, was er gesät hat. Fruchtbar macht die Beziehung zwischen den beiden vor allem das gegenseitige Vertrauen. Politik braucht hier weder Krawatte noch Anzug. Als Strickjackendiplomatie wird das in die Geschichte eingehen. Das ist Gorbatschow. Natürlich, den Deutschen wäre es nie eingefallen, im Pullover oder im Sakko diplomatische Verhandlungen zu führen. Und das war das, womit er den Westen überrascht hat. Und ihn hat der Westen überrascht, dass das auch Menschen waren und nicht nur abstrakte ideologische Figuren. Als am 3. Oktober 1990 die Menschen aus Ost und West das unverhoffte Glück der Wiedervereinigung feiern, steht Helmut Kohl glückselig vor dem Berliner Reichstag. Am 12. September haben 6 Außenminister in Moskau den sogenannten 2+4-Vertrag unterzeichnet. Die Sowjetunion und vor allem Großbritannien, Frankreich und die USA geben damit der Wiedervereinigung ihren Segen. Deutschland erhält seine volle Souveränität. Wofür ihn die Menschen in Deutschland lieben, das macht Gorbatschow daheim, in den Augen der Konservativen, zum Verräter.
Am Morgen des 19. August 1991 rücken in Moskau die Panzer an. Das letzte Gefecht des europäischen Kommunismus beginnt. Wir rufen alle Bürger der UdSSR auf, ihre Pflicht vor dem Vaterland zu erkennen und das Komitee für den Ausnahmezustand voll zu unterstützen in seinen Anstrengungen, das Land aus der Krise zu führen. Mit einem Putsch wollen Gorbatschows Gegner aus der kommunistischen Partei den Staatschef stürzen. Doch 6 Jahre Glasnost und Perestroika haben ihre Spuren hinterlassen. Die Bürger wollen sich den Staatsstreich nicht gefallen lassen. Der Putsch ist schlecht organisiert und auf den Straßen Moskaus zeigen aufgebrachte Bürger von Anfang an ihren Widerstandswillen. Gefährlich ist der Umsturzversuch trotzdem. Denn niemand kann an diesem Montag wissen, wie geschlossen die Machtapparate von Militär und KGB hinter den putschenden Bürokraten stehen. Darunter der Ministerpräsident, der Innenminister, der Verteidigungsminister und der Chef des Geheimdienstes KGB. Doch die Soldaten kennen nicht einmal ihren Kampfauftrag. Sie wissen nur, es gelte das Vaterland gegen irgendwelche Feinde zu verteidigen. Wissen nicht, von wem der Befehl stammt. Hat schon Gorbatschow nicht wissen? Was mit Gorbatschow ist, wissen sie nicht. Doch ihre Waffen lassen die Soldaten überwiegend schweigen oder sanft zum Schweigen bringen. Die sind schon mal nicht durch. Die Panzer sind nicht durch, die gehen zurück. Staatschef Gorbatschow haben die Putschisten in seinem Landhaus auf der Krim festgesetzt. Er ist machtlos. Es ist die große Stunde seines größten Rivalen, Boris Jelzin. Das Verhältnis zwischen beiden ist zerrüttet. Dem ehemaligen Parteichef Moskaus ist das Tempo der Perestroika zu lasch. Gorbatschow wiederum hält ebenso wenig von Jelzins Fähigkeiten. Doch im Putsch stellt sich der Erzfeind aus politischem Kalkül hinter seinen Präsidenten. Ohne Angst vor Heckenschützen entert er am Mittag des 19. August vor dem Regierungsgebäude einen Panzer. Es wird der Auftritt seines Lebens. Dementsprechend setzen wir alle Anordnungen dieses Komitees außer Kraft. Die lokalen Verwaltungsorgane werden sich strikt an die Verfassungsgesetze halten und Anordnungen des Präsidenten von Russland befolgen. Jelzin war natürlich auch kein Idealist, sondern er nützte diese Tage dazu, um jede mögliche Macht an sich zu reißen. Unter dem Vorwand, dass er jetzt den verfassungsmäßigen Präsidenten in Schutz nimmt, hat er die Kontrolle auf dem Gebiet von Russland, auf der Russischen Föderation, über alle Ministerien, über die ganze Armee, über das ganze KGB genommen. Während sich der Regierungssitz in eine Festung verwandelt, stärkt das Zögern der Soldaten, auf ihre Landsleute zu schießen, die Verteidiger. Ein Volk, Jahrzehnte auf Anpassung und Gehorsam gedrillt, verliert die Angst. Es weiß, wenn es sich selbst nicht hilft, dann hilft ihm niemand. Der Westen hat uns und Gorbatschow im Stich gelassen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Kommunist und Faschist. Jetzt werdet ihr das alles ausbaden müssen, denn die Panzer mit ihren Kanonen werden einmal gegen euch fahren. Und das habt ihr vielleicht auch so verdient. Einige mutige Soldaten haben sich mit ihren Panzern inzwischen von ihren Einheiten getrennt und Stellung bezogen, um den Regierungssitz, das Weiße Haus Moskaus, zu schützen. Wenn die Putschisten siegen, gilt das als Fahnenflucht, geahndet mit der Todesstrafe. Gorbatschow muss dem Treiben seiner einstigen Parteifreunde und Verbündeten jetzt ohnmächtig zusehen. Am zweiten Tag lassen die einige der Panzer demonstrativ abrücken, um ein Zeichen der Gewaltlosigkeit zu setzen. Sie wissen, dass das Parlamentsgebäude militärisch von ihnen nicht zu halten ist. Der Putschversuch wird zur Farce. Boris Jelzin ist die Symbolfigur im Kampf gegen den Umsturz und gegen ein aus dem Ruder gelaufenes altes System. Er, der einstige Gefolgsmann Gorbatschows,
riskiert jetzt viel, um den politischen Gegner zu retten. Doch auch er ist am Ende nur Getriebener des eigenen Machthungers. Notdürftig geschützt durch kugelsichere Matten tritt Boris Jelzin am frühen Nachmittag vor das Volk. Liebe Moskauer Bürger, es ist leider notwendig, diese Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, weil die Junta, die an die Macht gekommen ist, vor keinem Mittel zurückschrecken wird, um diese Macht zu erhalten. Sie wissen, wenn sie jetzt verlieren, verlieren sie nicht nur ihre Posten, sondern sie werden auch zur Verantwortung gezogen. Der Zar ist nicht da. Es lebe der Zar. Ganz plötzlich ist die Trägheit eines jahrzehntelang im Namen des Sozialismus entmündigten und entrechteten, jeglicher Eigeninitiative beraubten Volkes verschwunden. Das ungeliebte, aber nie offen herausgeforderte System ist plötzlich einem klar auszumachenden Gegner gewichen, gegen den man sich mit Barrikaden und notfalls mit dem eigenen Leben zur Wehr setzen kann. Der Platz vor dem Weißen Haus wird zum Ort des Widerstands mit zumindest theoretisch klaren Fronten. Weiße Armbinden sollen Zeichen sein für Gewaltlosigkeit der Demonstranten und Zeichen der Entschlossenheit bis zum Letzten. Es war eine gute Demonstration, demokratische Stärke, dass so viele Menschen zum Weißen Haus gegangen sind. Und all denen, die im Westen sagen, der Russe als solcher brauche, um zu funktionieren, eine harte Hand und sei eben genetisch gar kein Demokrat, denen seien diese Bilder vom Weißen Haus empfohlen. Ab 23 Uhr haben die Putschisten eine Ausgangssperre verhängt. Wer dagegen verstößt, muss mit schweren Strafen rechnen. Zehntausende halten sich nicht daran. Sie sammeln sich, wie schon am Tag vor dem Weißen Haus, obwohl jeder mit der gewaltsamen Räumung rechnet. Kurz nach Mitternacht scheint es, als hätten die Truppen nun den Sturm auf das Weiße Haus eröffnet. Tatsächlich haben einige Panzer weniger als einen Kilometer vom Parlamentsgebäude entfernt versucht, eine der Barrikaden zu durchbrechen. Rückzug des ersten Panzers. Immer wieder hatten die Truppen der Putschisten die quergestellten Busse der Barrikaden gerammt. Doch der Versuch, die Sperren zu durchbrechen, misslingt. Molotow-Cocktails setzen die Tanks in Brand. Am Ende dieser Nacht sind drei Demonstranten tot, zwei zermalmt unter Panzerketten, ein dritter erschossen. Erregt verhandeln inmitten unzähliger Schüsse Abgeordnete des russischen Parlaments mit Offizieren, um die Truppen am weiteren Vorrücken zu hindern. Und auch, um Demonstranten von Gewalttaten abzuhalten. Der Balanceakt gelingt. Das Militär wird sich am Ende zurückziehen. Der versuchte Sturm auf das Parlamentsgebäude ist gescheitert. Mittlerweile ist Mittwoch, 21. August, Tag 3 des Putsches. Im Morgengrauen wird klar, dass Boris Jelzin und seine Anhänger die Schlacht gewonnen haben. Immer noch halten unzählige Demonstranten auf dem Platz vor dem Weißen Haus die Stellung. Anders als den Revolutionären von 1917 ist es den Umstürzlern von 1991 nicht gelungen, mit den Truppen einen Bürgerkrieg zu führen. Zu weit in die Ränge und Reihen der Roten Armee sind die Ideen der Perestroika eingesickert. Es fehlt an der Massenbasis. Die Panzer ziehen sich zurück. Gerettet und dennoch geschlagen, Michail Gorbatschow. Er hat sie in Amt und Würden gebracht. Jene Männer, die den Staatsstreich angezettelt haben. Auch seine eigene Rolle dabei ist bis heute nicht restlos klar.